Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ganz herzlichen Dank, dass viele von euch gekommen sind, trotz dieses wunderschönen Wetters. Die Ereignisse erfordern es hier in Deutschland ganz besonders auf die Straßen zu gehen. Ganz besonders in Deutschland deshalb, ich habe ja jetzt mitdemonstriert mit euch, weil ganz richtig gesagt wird, dass unsere Kritik nicht nur sich gegen den Terrorpaten Erdogan wendet. Unsere Kritik richtet sich vor allen Dingen gegen eine deutsche Außenpolitik, die sich seit 100 Jahren treu geblieben ist. Vor 100 Jahren hat die deutsche Regierung mit dem deutschen Reichskanzler und dem Kaiser geschwiegen zu den Gräueltaten und dem Völkermord an den Armeniern. Nach 100 Jahren sehen wir, dass die deutsche Außenpolitik eine Kontinuität hat, die skandalös ist, weil bis heute geschwiegen wird zu den Massakern, die jeden Tag im Südosten der Türkei gegen Kurden von türkischen Sicherheitskräften mitunter mit deutschen Waffen begangen werden. Das ist eine Schande für die deutsche Außenpolitik und deshalb ist es richtig, heute zu demonstrieren, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, nach ersten Berichten hält der Waffenstillstand, die vereinbarte Feuerpause in Syrien. Dies kann ein erster Schritt sein, um den Krieg in Syrien Schritt für Schritt, was dringend notwendig ist, auch zu beenden. Das kann man nicht hoch genug einschätzen. Ich erinnere mich, wie wir als Mitglieder der Linkspartei im Bundestag von CDU, SPD, aber auch bis hin zu den Grünen immer wieder verleumdet, verunglimpft wurden, wenn wir einen Waffenstillstand in Syrien ohne Vorbedingungen gefordert haben. Wir haben gesagt, es braucht in Syrien Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen. Dann wurde man gleich mit dem schlechter Assad sozusagen als solidarisch verunglimpft und auch sonst eben wüst beschimpft. Ohne Wenn und Aber hat diese Bundesregierung, unterstützt von den Grünen, immer wieder einen Regime-Change in Syrien gefordert und haben gesagt, Assad muss weg. Und dafür war ihnen jedes Mittel recht. Dabei wusste und weiß die Bundesregierung beispielsweise, dass ihr NATO-Partner, die Türkei, direkt Waffen an islamistische Mörderbanden in Syrien lieferte und immer noch liefert. Eine Mörderbande namens Ahrar al-Sham, die bekannt ist für ihre Massaker an den Alawiten in Syrien. Die Human Rights Watch erklärt diese Terrororganisation für Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung in Syrien als schuldig und verantwortlich. Eine Organisation, die erst letztes Jahr im Mai vom Bundesgerichtshof in Deutschland als eine Terrororganisation, eine islamistische Terrororganisation eingestuft worden ist. Und was macht die Bundesregierung? Diese Bundesregierung liefert weiter deutsche Waffen an seinen NATO-Partner Türkei, wohl wissend, dass sie selbst nicht ausschließen kann, dass deutsche Waffen in die Hände von diesen Mörderbanden gelangen und diese Massaker an Aleviten mit deutschen Waffen begangen werden. Das ist doch unerträglich, liebe Freundinnen und Freunde. Damit muss Schluss sein. Die Waffenexporte müssen sofort gestoppt werden. Die Bundesregierung wusste und weiß, dass ihr NATO-Partner Türkei die Grenze für den Nachschub, für den barbarischen islamischen Staat offen hält. Es ist eine Grenze von ungefähr 100 bis 120 Kilometer Grenze, die auf der anderen Seite kontrolliert wird, auf der syrisch-türkischen Seite kontrolliert wird vom islamischen Staat.
Eine Grenze, wo der Nachschub geregelt ist für Kämpfer, für Waffen. Und selbst die New York Times hat schon vor langer Zeit offengelegt mit Belegen, da ist der Islamische Staat über diese offene Grenze zur Türkei den ganzen Ölverkauf macht, in die Türkei rüber und über die Türkei auf dem Schwarzmarkt vertickert. Wir erinnern uns, syrisches Öl, über das die syrische Regierung nicht verfügen darf, international nicht handeln kann, weil die internationale Gemeinschaft vor Jahren Wirtschaftssanktionen gegen die Regierung in Syrien verhängt hat. Sanktionen, von denen vor allen Dingen die Zivilbevölkerung unter diesen Sanktionen leidet. Aber ist es so, dass es kein syrisches Öl mehr gibt auf dem Weltmarkt? Nein, dieses syrische Öl wird über den Islamischen Staat organisiert und vertickert, und das über die türkische Grenze. Jetzt stellt sich bei der Forderung nach Schließung der Grenze aber, so weit ist es schon gekommen. Wenn man dem deutschen Innenminister zuhört, ist es fast schon so, als wenn man dem türkischen Innenminister zuhören würde. Der deutsche Innenminister de Maizière stellt sich ins Fernsehen und behauptet auf die Frage einer Nachrichtensprecherin, warum die Türkei denn diese so wichtige Grenze, über den der Nachschub an Kämpfern, an Waffen für islamische Terrormilizen wie IS oder auch der Ölverkauf organisiert wird, warum diese Grenze nicht geschlossen wird. Da stellt sich der deutsche Innenminister wohlgemerkt, nicht der türkische, hin im deutschen Fernsehen und sagt, ja, das ist eine so tausende Kilometer lange Grenze, die kann man nicht schließen. Welch ein Hohn, dass ein deutscher Innenminister offen lügt im deutschen Fernsehen. Es ist eine 100 Kilometer Grenze und man kann mir doch nicht weismachen, dass die zweitgrößte NATO-Armee der Welt nicht imstande sein soll, seit Jahren 100 Kilometer Grenze zu kontrollieren. Ein Sicherheitspersonal hat von 900.000 Menschen in der Türkei, die nicht imstande sein sollen, diese kleine Grenze zu schließen. Das ist doch ein Lügengebäude der deutschen Innen- und Außenpolitik. Diese Grenze, liebe Freundinnen und Freunde, diese Grenze muss geschlossen werden. Jeder, der behauptet, gegen den Islamischen Staat kämpfen zu wollen, muss diese Grenze schließen. Das ist eine Forderung der Linken. Die Bundesregierung wusste und weiß, liebe Freundinnen und Freunde, dass der NATO-Partner Türkei einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Südosten des Landes führt. Einen Krieg gegen die Kurden in der Türkei, aber auch einen Krieg gegen die Kurden in Syrien. Dort beschießen türkische Panzerhaubitzen, die auch in deutschen Rüstungsschmieden mitmontiert werden, beschießen kurdische Zivilisten, kurdische Stellungen in Syrien, um zu verhindern, dass die Kurden mit ihren Verbündeten in der Region im Norden Syriens vorrücken können gegen die Al-Nusra-Front, also den syrischen Ableger der Al-Qaida, einer Organisation, wogegen die USA 2001, vor 15 Jahren, ihren weltweiten Krieg gegen den Terror begonnen haben und vorrücken gegen die Massenmörder von Ahrar al-Sham. Und was macht die Bundesregierung hier? Die Bundesregierung entsendet die Bundeskanzlerin Merkel in den Palast von dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan, um dort mit ihren Bücklingen den Terrorpaten Erdogan als Türsteher Europas zu gewinnen. Dafür zu gewinnen, dass er die Türkei zum größten Flüchtlingsgefängnis der Welt umwandelt. Und was hat sie dabei? Sie hat nicht nur die deutsche die Waffenexporte dabei, nein, sie hat auch über 3 Milliarden Euro, das sie in den Rachen vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan wirft, 3 Milliarden Euro, um die Flüchtlingsabwehr zu organisieren.
Dabei sagen wir von der Linken, das ist nicht nur eine moralische Bankrotterklärung. Diese Politik ist auch falsch. Sie wird auch nicht dieses Ziel erreichen, weil Erdogan selbst die personifizierte Fluchtursache ist. Die Bundesregierung weiß, dass über 200 Zivilisten durch türkische Sicherheitskräfte ermordet worden sind. Das hat das Auswärtige Amt uns im Auswärtigen Ausschuss auf meine Nachfragen hin erklärt. Die Bundesregierung weiß, dass Zehntausende, laut der türkischen Menschenrechtsorganisation IHD, über 250.000 Menschen jetzt auf der Flucht sind vor den türkischen Sicherheitskräften, die dort wüten. Und zum ersten Mal ist es jetzt vorgekommen, gestern, dass ein Kurde aus der Türkei, kurdische Flüchtlinge aus der Türkei, auf den griechischen Inseln angekommen sind. Also eine Politik, eine schädliche Politik, die noch nicht mal ihre Ziele erreichen wird. Statt diesen Terrorpaten zu unterstützen, muss man sich dafür einsetzen, dass es endlich Schluss ist mit der Ermordung und Massakrierung von Kurden in der Türkei, dass man zurück an den Verhandlungstisch geht, dass die Friedensverhandlungen wieder aufgenommen werden. Aber liebe Freundinnen und Freunde, es kommt noch schlimmer. Man denkt sich, schlimmer geht's nicht, aber diese Bundesregierung ist noch zu viel Schlimmeren fähig. Die Bundesregierung wusste und weiß, dass der NATO-Partner Türkei Zugriff auf die Zieldaten hat, die von den deutschen Rettungstornados, Aufklärungsspionagetornados über Syrien in eine Datenbank eingespeist werden, auf die die Koalition der Willigen von der USA bis hin zur Türkei und auch zu den Schlechtern von Saudi-Arabien Zugriff haben. Und diese Bundesregierung kann auf Anfragen von uns nicht ausschließen, dass die Daten dieser deutschen Tornados von der Türkei dafür benutzt werden, dass sie die kurdischen Volksverteidigungseinheiten in Syrien angreifen oder eben auch kurdische Stellungen im Norden Iraks oder eben auch die Kurden im Südosten der Türkei. Das alles kann die deutsche Bundesregierung nicht ausschließen, liebe Freundinnen und Freunde. Und trotzdem machen sie weiter mit ihrer deutschen Kriegsbeteiligung in Syrien und machen trotzdem weiter mit der Weitergabe deutscher Aufklärungsdaten an diese Terrorpaten wie Saudi-Arabien und auch der Türkei. Ich finde, das ist wirklich ein riesengroßer Skandal, liebe Freundinnen und Freunde. Ein Skandal, dass gerade diejenigen, die tapfersten, die erfolgreichsten, die effektivsten Kämpferinnen und Kämpfer, nämlich die Kurden im Norden Syriens gegen die Barbaren des IS oder der anderen Terrormilizen, hier mit Hilfe der deutschen Daten umgebracht werden, bombardiert werden und beschossen werden. Das ist doch eine Schande für diese deutsche Außenpolitik, liebe Freundinnen und Freunde. Wir kritisieren, dass es eine Zusammenarbeit, einen Pakt mit diesem Terrorpaten Erdogan gibt. Dieser Pakt muss beendet werden. Wir kritisieren auch, wie viele andere, die russischen Bombardierungen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber wir sind nicht so scheinheilig wie die anderen Parteien im Bundestag, indem wir die Bombardierungen der USA, der Saudis, der Türken und allen anderen der Koalition der Willigen unterstützen. Wir sagen, Bomben bringen keinen Frieden, weder in Syrien noch sonst woanders. Wir brauchen Frieden in der Region und als erster Schritt ist dieser Waffenstillstand zu begrüßen und als zweiter Schritt wäre es angebracht, die tapfersten Kämpfer am Boden, nämlich die Kurden, auch in Genf an den Verhandlungstisch zu lassen. Und als dritter, wirklich überfälliger Schritt wäre es richtig, die Rüstungsexporte endlich einzustellen. Vielen Dank.